Hallo. Sicher weißt du, dass jede Zelle ganz genau regulieren kann, welche Ionen oder Moleküle in die Zelle gelangen. Aber wie werden die verschiedenen Stoffe genau transportiert? Das möchte ich dir in diesem Video genauer erklären und dabei auf Diffusion, aktiven Transport und auch den Transport von größeren Molekülen, wie zum Beispiel Proteinen, eingehen. Zunächst einmal müssen wir uns anschauen, welche Stoffe durch eine Biomembran hindurchtreten können. Sicher weißt du schon, dass Wassermoleküle und Gase durch einfache Diffusion, also entlang eines Konzentrationsgefälles, passiv durch eine Membran treten können. Auch Lipophile, also fettlösliche Stoffe, wie zum Beispiel die Steroidhormone. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com